im Wasser. Ich bin hier noch im Lager von Gamma Bates. Noch schnell den Nachschub holen. Das sind die neuen Boilies. Banana Jungle, Fish and Corn. Bin gespannt, was die bringen. Wir haben jetzt jährige Testphase mit diesen Boilies. Und haben eigentlich relativ gute Erfolge erzielt. Ich persönlich habe den Boilie noch nie gefischt. Ich werde das jetzt morgen dann ausprobieren. Ich habe jetzt mal 14 mm genommen, weil ich denke, jetzt im Winter muss ich nicht mit grossen Boilies fischen, weil ich nicht unbedingt selektieren. Ich bin froh um jeden Fisch. Und ja, ich bin gespannt, was die Boilies bringen. Zum Inhalt ist eigentlich der Banana Jungle Boilie. Hat einfach noch Fischmehl drin. Und Korn, also Tigermais. Der Boilie wird hochattraktiv sein im Wasser. Er hat auch eine leichte Verfärbung unter Wasser, wird relativ grünlich, was Teamkollegen von mir herausgefunden haben. Und ja. Ich gehe mich nachher noch schnell heim umziehen. Nachher gehen wir füttern und dann sehen wir uns morgen wieder. Hoffentlich ist das Wasser genug warm. Wir haben jetzt den 22. Dezember. Aber ich denke, das kommt gut. So, wie ihr seht, wir sind nicht am Wasser. Wir sind noch daheim, Vorbereitungen machen für die Session, die wir heute machen. Wir haben den 23. Dezember. Morgen ist Heiligabend. Durch das haben wir natürlich relativ begrenzte Zeit. Weil wir sollten dann pünktlich mit der Familie können zu Nacht essen. Darum tue ich die Rigs auch heute daheim vorbereiten, dass ich am Wasser einfach nicht noch Zeit verliere durch das. Genau, und wie das so bei mir funktioniert und aussieht, das wollte ich euch jetzt schnell zeigen. Und nachher gehen wir dann zusammen ans Wasser. So, gerade noch schnell Kaffee rausgenommen. Ich habe jetzt eine Montage vorbereitet, die Vorfächer. Und trinke jetzt meinen Kaffee aus, dann fange ich langsam an zu packen. Und dann gehen wir richtig Wasser miteinander. Ja, was gibt es noch zu sagen zum Gewässer? Es ist ein Privatgewässer. Wir haben die Möglichkeit, dort in einem Häuschen zu übernachten. Wodurch das ganze Zelt aufstellen schon mal wegfällt, was uns natürlich zu gut kommt, bei so einer Kurzsession. Und ja, was wir sicher brauchen, ist eine Heizung. Weil eben, wie schon gesagt, der 23. Dezember. Die Aussentemperaturen sind zwar extrem warm, wir haben heute zwischen 10 und 14 Grad, was natürlich auch nicht optimal ist für den Dezember. Wir hoffen, dass das Wasser noch genug warm ist. Haben wir gestern können schauen. Wir haben etwa 7 Grad Wassertemperatur. Und ja, wir hoffen, die Fische beißen noch ein bisschen und fressen dann noch, ziehen ein bisschen umeinander. Wir haben extrem wenig gefuttert. Ein halbes Kilo vielleicht. Ein Kilo von den neuen Gamma Bates Boilies, Banana Jungle. Und ja, wir sehen uns später am Wasser und dann erzähle ich euch ein paar Sachen.
erste Fisch ist auf der Matte. Zwar ein Traumstart, würde ich sagen. Ja, bist sprachlos. Die Route ist 2 Minuten gelegen. Der Beule läuft, die Montage verheben, ich bin super happy. Ich glaube, besser kann eine Session nicht starten, gerade jetzt, eben 23. Dezember. Die Route ist 2 Minuten gelegen, erste Fisch auf der neuen Beule. Ja, ich bin eigentlich immer noch sprachlos. Aber wenn es so weitergeht, ist es natürlich umso besser. Die Routen sind jetzt scharf. Das haben wir leider nicht können gross filmen, weil wettertechnisch haben wir es nicht gerade gereicht. Es regnet durch. Gehend. Und wir haben es hier schön warm. Wir können dann nachher noch irgendwann etwas essen. Und hoffen, wir sehen uns mit einem Fisch wieder. Zu den Spots gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Wir fischen eigentlich an der tieferen Stelle von dem Weiher. Obwohl tief ist übertrieben. Vielleicht sieht man dort 1,5 Meter. Und ja, ist auf dem ersten Futterplatz gekommen, den wir angerichtet haben gestern Abend. Dort ist jetzt auch der Fisch drauf gekommen. Wir haben jetzt nichts mehr gefüttert heute. Lassen die Plätze jetzt so, wie sie sind. Aber wir sind eigentlich zuversichtlich, dass später am Nachmittag in der Nacht ihnen noch mal ein Fisch kommt. Und werden euch die dann sicher nicht vorenthalten. Das Essen gehört natürlich auch dazu. Ja, es wird langsam dunkel. Wir sind uns am Vorbereiten für die Nacht. Auch natürlich essenstechnisch. Tun wir nachher schön zusammen essen. Und dann hoffen wir, kommt der Biss. Wir sind uns am Stärken für die Nacht. Hoffen, der Karpfen kommt. Und ja, wir behalten euch am Laufenden. Jetzt etwa 8 Uhr, es gibt jetzt keine Pieps mehr, nichts. Und mal schauen, was die Nacht noch bringt. Wir sind sicher zuversichtlich nach dem ersten Fisch, nach dem schnellen ersten Fisch. Ja, was gibt es noch zu sagen? Wir haben jetzt überall eigentlich den neuen Banana Jungle Boilie dran. Und vertrauen komplett auf den. 2 Routen haben wir noch getoppt mit einem Pop-Up, auch Banana Jungle. Und tippt, sind alle Routen, einfach dass wir jetzt eine schöne Duftwolke können produzieren unter Wasser und dass das hoffentlich die trägen Karpfen bei dem kalten Wetter kann anlocken kann. Und wir darum noch einen Fisch fangen die Nacht oder am frühen Morgen. Wir behalten uns sicher. Jetzt meine Route an die Kamera mal geben. Und wie ihr seht, sind wir im Drill. Mal schauen. Und drinnen ist er. Thank you.
gesehen haben, der Drill. Die Kamera war überladen, war ein bisschen schneller an der Route. Aber Karpfenfisch ist Teamwork. Aber die Hände wollten sich gleich nicht kalt machen jetzt. So. Bei gefühlten minus 10 Grad. So. Der erste Spiegler, auch wieder auf dem neuen Banana Jungle. Mit Pop-Up Banana Jungle. Wunderschöner Fisch. Und von der Größe her, ich hätte gesagt, etwa 2 Kilo schwerer wie der andere. Aber mal, wir können zufrieden sein. Tipptopp. Voll aus dem Tiefschlafen begriffen. Hoffen wir, es lohnt sich. Ja, lohnen tut sich auf jeden Fall. Wir sind dankbar in jedem Fall. Spiegler. Ich bin überwältigt. So etwas habe ich noch nie erlebt. Dass wir heute haben wir Heiligabend. Mitte, Ende Dezember. Und so eine Traumsession. Mit 3 Fischen innerhalb von einer Nacht bis jetzt. Und ja, so kann es definitiv weitergehen. Wir haben noch ein paar Stunden und hoffen das Beste. Hammer. Der ist auch wieder gekommen. Auf der Banana Jungle Boilie kombiniert mit dem Pop-Up von Banana Jungle. Wunderschön. Banana Jungle Boilie, Doppelsinker. Was willst du mehr? Vierte Fisch in dieser Session. Einfach unglaublich. Keine Ahnung, was für Zeit das ist, aber irgendwie geschlafen haben wir noch nicht viel. Und ja. Das ist einfach ein Resultat, das ich durchaus gesehen lässt. Glaube ich. Die Nacht ist vorbei. Wir haben nicht sehr viel geschlafen.
Was ja eigentlich auch gleich ist. 4 Fische in dieser kurzen Session. Das ist alle Erwartungen übertroffen. Und zum Fazit. Der Boyli, der neue Banana Jungle. Fish and Corn heisst er, nicht Grill. Der läuft. Ich hoffe, ihr werdet den Boyli auch mal testen. Und eben, Gamma Bates ist immer froh über Rückmeldungen von euch, die draußen mit dem Boyli fischen. Und ja, wir räumen nachher langsam dann mal auf, gehen heim, Fest essen mit der Familie an Heiligabend. Ja, ich glaube, so kann man das Jahr gut abschliessen mit Fischen. Ich bedanke mich fürs Anschauen vom Video und hoffe, wir sehen uns gleich beim nächsten. Petri am Wasser. Zu der Haltbarkeit am Haar von diesen Boilies. Jetzt bei diesen Wassertemperaturen haben wir es getestet. 24 Stunden sind kein Problem für diesen Boilie. Um im Wasser bleiben. Im Sommer müssen wir es dann nochmal anschauen. Aber so wie die Boilies aussehen, die wir heute aus dem Wasser genommen haben, sollte das eigentlich kein Problem sein. Denke ich mir, die 24 Stunden zu erreichen, wo der Boilie attraktiv am Boden präsentiert werden kann.